Ja, hallo, ich grüße euch. Ich habe hier eine besondere Beziehung zu dem Ort. Ich hatte als Kind Kinderfahrenlager unseres Betriebes, waren auch welche als Mösen mit, Jugendfreundin. Wir haben uns leider aus den Augen verloren, aber es ist schön, dass ich da, na, wir sind seit 40 Jahren wieder hier bin, erste Mal. Aber deswegen bin ich nicht gekommen. Ich möchte euch heute etwas sagen, was mich bewogen hat, ungefähr seit 11 Jahren, mit 11 Jahren anzufangen mit der Friedensarbeit und habe dann später die Schotter zu Flugscharen in Sachsen mitgeleitet. Und nachdem alle gedacht haben, na cool, hat uns jetzt die Wende gebracht und jetzt ist alles gut und die Sache hört es endlich auf, das Unrecht, da habe ich gesagt, nee, wir sind noch nicht dabei. Wir haben weder einen Friedensvertrag noch haben wir demokratische Verhältnisse. Ja, die haben gesagt, oh, warum ist da alles gut und Schwarz-Rot-Gold und prima und machen wir jetzt und ja, und das sind alle gegangen, ich bin geblieben und habe einfach weitergemacht. Und am Ende haben die festgestellt, dass das, was wir heute haben, eigentlich viel schlimmer ist, wie das, was wir zu DDR-Zeiten bemängelt hatten, um es aufzugeben. Und warum? Weil die demokratischen Strukturen, die wir gewollt haben und die der damalige demokratische Aufbruch wollte, einfach überlaufen wurde von politischen Interessen. Uns wurde immer erzählt, Kohl und Genscher hätte die Einheit geschaffen. Das ist aber eine Lüge. Wenn man sich die Verträge der Wiedervereinigung anguckt, haben die überhaupt nichts vereinigen können, weil der Staat nie geteilt war. Der Staat war immer an den Grenzen von 1914 definiert. Und das hängt damit zusammen, weil mit dem Ersten Weltkrieg die Haager Landkriegsordnung in Kraft trat. Und die hat dem Besatzer untersagt, die Grenzen zu berücken. Das heißt, seit dem Ersten Weltkrieg laufen die Grenzen bis heute. Weil zum Ersten Weltkrieg gibt es keinen Friedensvertrag und auch kein Kriegsende. Es gibt nur einen Waffenstillstand. Und derjenige, der dann ausgehandelt hat, das war der Max von Baden in Frankreich. Und der hat es nicht gedurft, weil der Kaiser hat eine Verfügung gemacht, wenn jemand eine Auflassung über Grundstück machen wollte, musste er eine bestimmte Form einhalten. Und in dieser Verfügung stand drin, dass sich der Kaiser vorbehält, den Krieg selbst für beendet zu erklären. So, das heißt, diese Verfügung ist die letzte, einer der letzten staatlichen Verfügungen. Und die allerletzte Verfügung, die vom Staat ist, ist vom 27.10.1918. Und danach ist der Putsch passiert. Max von Baden hat einen Putsch gemacht, indem er sich selber zum Verweser ernannt hat. Verweser ist sozusagen ein vertrauter Verwalter des Kaisers. Also was der Verweser durfte, durfte auch der Kaiser und umgedreht. Und wenn er sich jemand selbst ermächtigt, dann hat er die Verweserrechte nicht. Und das Gleiche ist 1933 nochmal passiert, indem Hitler auch versucht hat, Verweser zu werden, indem er Ermächtigungsgesetz auf den Weg gebracht hat und wollte dann die Staatsangehörigkeit ändern. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil das Ermächtigungsgesetz ein Fehler bei der Abstimmung passiert ist, weil die Leute, die bei dem Reichstagsbrand angeblich dabei waren, bei der Reichstagssitzung nicht dabei waren. Also haben wir einen Wahlfehler und deswegen das Ermächtigungsgesetz ungültig. Am 5.2.1934 hat dann Hitler versucht, die Staatsangehörigkeit, unsere Bundesstaatenangehörigkeit, die staatliche, in eine nichtstaatliche umzuwandeln. Und deswegen steht in unserem Ausweis in Deutsch drin, kleingeschrieben oder großgeschrieben, ist auf jeden Fall das Gleiche. Das ist ein sogenannter Pfändungstitel. Also man hat aus unserer Bundesstaatenangehörigkeit eine juristische Person gemacht, um sie an die Börse zu bringen und um damit Handel zu treiben. Und nach den internen Abkommen ist es so, dass diese juristische Person mit Geld und Schulden belastet werden darf. Das ist genau das Geld, was im Prinzip in die Flüchtlingskrise fließt, wo sie den Leuten im Prinzip das Geld reinstopfen. Das ist das, was auf unserem Ausgleichskonto und unserer juristischen Person angemeldet ist, auf den wir wieder einen Zugriff haben, nachdem wir zugestimmt haben. Und irgendwann werden wir feststellen, dass unser Steuerguthaben, was aus den Steuern kommt, die von 1918 bis zu heute aufgelaufen sind, sozusagen verrechnet wird. Also wir haben keine Möglichkeit zu verhindern, wenn wir das so lassen, wie es jetzt ist, dass das, was wir uns erarbeitet haben, die letzten 100 Jahre, an Leute rausgereicht waren, die aus Syrien geflohen sind, als die Frauen gesagt haben, wir verteidigen unser Land. Dann sind nämlich diejenigen hier raus, die im Prinzip verjagt worden sind, die zum IS gehören, die sind die sogenannten Flüchtlinge. Also das sind die Flüchtlinge gegen die Heimatverteidigung. So kann man es ungefähr sagen. Und das Mischungsverhältnis nach groben Schätzung ist 15%. Also von denen, die jetzt hier rein sind, sind 15% Aktivisten der IS bzw. nahestehenden Terrororganisationen und die sich jetzt hier im Prinzip von uns durchfüttern lassen. Wir können uns natürlich vorstellen, dass dann wieder mal von Deutschland ein Krieg ausgeht, wenn wir dem nicht Einhalt gebieten.
So, jetzt müssen wir aber erstmal sagen, was ist denn eigentlich mit den Kriegen los? Der Erste Weltkrieg ist ja nicht von Deutschland ausgegangen, sondern die ist durch einen Terroranschlag passiert, ob das Kronprinzen war in Österreich-Ungarn. So, und da ist das Kaiserreich im Prinzip eine Bündnisverpflichtung eingegangen zwischen Österreich-Ungarn und dem Kaiserreich. Und deswegen hat der Kaiser gesagt, also wir helfen euch, weil ihr angegriffen worden seid. Und deswegen ist der Erste Weltkrieg losgelaufen. Der Zweite Weltkrieg ist im Prinzip kein zweiter, sondern die Fortsetzung des Ersten, weil ein Jahr bevor der Hitler nach Polen rein ist, die Polen in die Ostgebiete rein sind und haben also dort die Leute vertrieben. So, also haben wir im Prinzip keine zwei Weltkriege, sondern nur einen. Und mag sein, dass der Hitler nicht berechtigt war, nach Russland einzumarschieren. Das ist halt ein Fehler, sag ich mal. Wäre er an der polnischen Ostgrenze umgekehrt, wäre im Prinzip völkerrechtlich alles sauber gewesen. Das hat er aber nicht gemacht. Warum und wieso, hängt wahrscheinlich mit der Mobilmachung zusammen, weil die City of London mit dem Stalin einen Pakt hatte, das Land mit Waffen zu überziehen. Und die sollten sozusagen von Osten her das Kaiserreich überfallen. Das war der Plan. Und deswegen ist der Hitler dort rein und hat versucht, die Waffen dort rauszukloppen. Und hinterher sind Offiziere, die bestochen waren, haben dann im Prinzip aus diesem angeblichen Verteidigungsschlag einen Krieg gemacht. Aber dieser Krieg ist nicht von Deutschland ausgegangen, sondern von der Weimarer Republik, also von der Putschregierung, weil der Kaiser hat das nicht gewollt. Der Kaiser hatte zwischen Kaiserreich und Zarenreich gibt es einen Friedensvertrag, der bis heute intakt ist. Weil das Kaiserreich hat Russland nie angegriffen und umgedreht auch nicht. Das heißt, der Krieg ist zwischen Sowjetunion und Weimarer Republik geladen, also zwischen Schwarz-Rot-Gold und der russische Flagge. Ne? Hat mit der russischen Flagge heute nichts zu tun. Also es sind zwei Systeme, die oben drüber liegen und die eigentlichen Staaten hatten miteinander nie Krieg geführt. Aber diese Kriegsschuld wird uns angelastet, obwohl wir gar keine Staatsangehörigen sind in der Weimarer Republik. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass in unserem Staatsbürgerunterricht immer gesagt wurde, wir haben keine Rechtsnachfolge von 1933 bis 1945 gemacht. Das ist uns jahrzehntelang eingebläut worden. Ja, die Zeit aus 1933 bis 1945, ganz schlimm, ganz böse. Ja, wenn das so ist, wenn die DDR keine Rechtsnachfolge des Nationalsozialismus gemacht hat, dann frage ich mich, wieso die nationalsozialistische Staatsangehörigkeit in unserem Ausweis steht. Da müsste nämlich eigentlich Sachsen stehen. Denn die Staatsangehörigkeit kommt aus dem Bundesstaat, nicht aus dem Reich. Also wer denkt, dass er, wenn er Reichsbürger wird, die Staatsangehörigkeit gewechselt hat, der ist ein Irrtum. Die Staatsangehörigkeit müsste in unserem Ausweis mit dem Königreich Sachsen drin stehen. Dass es kein Gemeindeamt vom Königreich Sachsen gibt, liegt einfach daran, weil wir uns nicht bewegt haben. Wir können der BRD keinen Vorwurf machen, wenn wir keine staatlichen Strukturen aufbauen. Die staatliche Struktur, die wir aufzubauen haben, ist die Wahlkommission. Das war schon immer in der Hand der einfachen Leute. Das wurde nicht von oben herab gemacht, sondern es haben in jedem Ort haben sich drei oder vier zusammengetan und die haben im Prinzip die Wahl vorbereitet. Und dann lief die Wahl und je nachdem, wer als Amtmann oder als Bürgermeister oder als Schutzmann gewählt worden ist, der hat dann die Amtsgeschäfte übernommen. Aber die Vorbereitung der Wahl, die war immer in der einfachen Hand des Gemeinderates. So, das heißt, wir müssen es selber machen. Und der Kaiser hat uns noch eine Unterstützung mitgegeben. Der hat nämlich in den Jahren 1913 bis 1914 einige Verfügungen gemacht, die uns erlaubt, heute die Wahlkommission zu gründen. Aber wir müssen sie mit Referendum gründen. Nicht wie es viele machen von diesen Freistaatenvereinigungen und Reichskanzlern, dass die einfach Vereine gründen, die dann einfach losmachen, sondern das muss mit einem Referendum passieren. Und das ist das eigentliche Problem. Das heißt, wir müssten alle wählen lassen, die am Stichtag vom 17. zum 18.07.1990 entweder hier oder in der Bundesrepublik oder in den Grenzen von 1914 gemeldet waren, sind wahlberechtigt. Keiner danach und keiner davor. Es sei denn, man erfüllt nach Rustag die Staatsangehörigkeit. Das hat einfach damit zu tun, weil an diesem Tag wurde die DDR und die BRD juristisch gelöscht, also das Staatsfragment gelöscht und etwas unter gleichem Namen neu gegründet, aber im Handelsrecht. Deswegen sind also die ganzen Gemeindeverwaltungen zusätzlich zu den Bürgermeisterämtern. Also dieses Gebäude ist zusätzlich zum Rathaus. Im Prinzip regiert eine Firma die Gemeinde. So, das ist aber eigentlich nicht so gewollt, weil nach Haager Landkriegsordnung, und die hat der Gauck bestätigt, das könnt ihr euch runterladen bei kaiserrundfunk.com, das ist unser Rundfunkprojekt, damit wir also unabhängig berichten können, aber es ist eine Rundfunkabteilung, und wir wollen innerhalb der Grenzen von 1914 einen Rundfunksender auf den Weg bringen, mit einem Fernsehprogramm, der die Wahrheit sagt, so wie es ist, ob dies jemand passt oder nicht, spielt keine Rolle, auch die Fehler werden schonungslos gezeigt. Wir müssen ja Informationen haben. Information ist ja was anderes wie Nachrichten. Information ist was Neues.
Nachrichten heißt immer, dass die Wahrheit nachgerichtet wird. Also aus einer Wahrheit etwas gemacht hat, was politisch passt. Und deswegen haben wir nur Nachrichten und kriegen gar keine Informationen. Wir brauchen aber Informationen, was wirklich los war. Was hier in Deutschland los war, was heute los ist und was hier geplant ist. Und was hier geplant ist, ist von langer Hand vorbereitet. Da gibt es seit 1943 einen sogenannten Hutenplan. Und der besagt, dass dort drinnen steht, dass die Wirtschaftskraft des Kaiserreichs zerstört werden soll. Und diese Wirtschaftskraft wird dadurch zerstört, dass ja andere Völker hereingeholt werden sollen und wir außer Landes geschafft werden. Und ich habe das erst nicht glauben wollen, ich habe mich aber intensiv damit befasst und ich habe jetzt eine Rückmeldung von zwei verschiedenen Quellen und demzufolge darf ich es auch öffentlich sagen, dass die Migranten, die jetzt hier reinkommen oder Invasoren, das kann man ja sehen, wie man will, einen blauen Pass kriegen. Also nicht einen roten Pass von einem nicht rechtsfähigen und nicht souveränen Staat, sondern einen blauen Pass. Blaue Pässe kriegen alle Staaten, die aus mindestens zwei anerkannten Staaten eine internationale Anerkennung erfahren haben. Da müssen wir sich fragen, wie sind unsere Invasoren oder Migranten zu blauen Pässen gekommen? Und dort steht drinnen nach eigenen Angaben. Da kann man sich vorstellen, wie die eigenen Angaben aussehen. Die haben sich in der Türkei einen falschen Pass besorgt und den richtigen Pass im Flugzeugklo runtergespült und sind dann hier eingereist und erzählen uns, dass es syrische Flüchtlinge sind. So, wir sollen denen im Prinzip einen Wohlfahrtsstaat bieten. Gibt es gar keine Veranlassung. Weder nach dem kaiserlichen Recht noch nach bundesdeutschen Recht haben die irgendein Asylrecht, weil wir immer noch im Krieg sind. Das ist ein Kriegsgebiet. Auch wenn das hier sehr friedlich geht und der Kaiser einen Krieg in Zeitlupe macht, also dass er alle zwei Jahre mal einen Salutschuss gibt, ist ein gutes Recht, weil in einem Schuldgeldsystem Krieg führen macht keinen Sinn. Da gibt es keine Gewinner. Da gibt es nur Verlierer, nämlich die, die die Schulden bezahlen für den ganzen Aufwand, der hier getrieben wird und für den Kampf in Afghanistan, dass die Bundeswehr dafür einsetzt, die Drogenfelder der CIA zu beschützen. Deswegen sind die dort unten. Das waren die Interessen der Bundesrepublik, dass die CIA dort Drogenfelder hat und mit diesen Drogen durch den Verkauf Waffen kaufen kann, mit denen sie Geheimoperationen lostreten kann und uns erzählen kann, ja, das sind die bösen Terroristen vom IS. Das ist das, was mit den Geldern bezahlt worden ist. Da haben die ihr Geld her. So, und dann ist es auch so, dass sie ja keine kleinen Drogenhändler sind, die mit so einem Päckchen durch die Gegend laufen, sondern die kommen mit großen Europaletten und transportieren diesen Dreck über die militärischen Luftwege auf den geschützten Gebieten. Und die Bundesrepublik hat Abkommen getroffen, wonach also diese Ladungen nicht untersucht werden dürfen, ob das Drogensachen sind oder nicht. Das müssen wir überlegen. Ja, und dann wird es in alle Welt vertickt und die ganze Welt kriegt ihren Dreck ab. Und das, was die Bundeswehr zu machen hatte, war, die Anti-Drogeneinheiten in Thailand zu bekämpfen, die Drogenfelder niederbrennen wollten. Die sind in Thailand, da haben so eine Anti-Drogeneinheiten, die rübergekommen sind, haben die Drogenfelder einfach niedergebrannt und sind wieder über die Grenze gemacht. So, und das sollte verhindert werden, weil so viel Arbeit drin steckt in so einem Drogenfeld. Das war die Aufgabe der Bundeswehr, das zu verhindern. Und das ist das, wo Struck im Prinzip in den Drogenhandel mit verwickelt war. So, und wenn wir können uns nicht dagegen wehren, weil wir ja keine staatlichen Strukturen haben. Die staatlichen Strukturen müssen wir aufbauen. Und das Aufbauen der staatlichen Strukturen funktioniert über eine Gründung einer Wahlkommission per Referendum. Das hat damit zu tun, wir müssen ja zum Wählen gültige Dokumente haben. Und gültige Dokumente können wir nur kriegen, indem wir mit einem gültigen Siegel ein Dokument siegeln. Ne? Also wenn ihr euch hier ein Reichsbürger-Siegel hier mit dem Bundesadler mit sechs Federn, das ist ja kein staatliches Logo, das ist ein Weimarer Republik-Logo. Auch auf dem blauen Reisepass der Migranten ist ein nicht-staatliches Logo. Auch euren Reisepass ist ein nicht-staatliches Logo. Weil das staatliche Logo ist hier im Untergrund. Ich habe es extra mitgebracht. Das ist die Staatsflagge von Sachsen. Die sieht ein bisschen anders aus, wie ihr das kennt. Das ist die Königreich-Sachsen-Flagge und das ist der Staat. Und alles andere ist Verwaltung oder Nichtregierungsorganisationen. So, und im Prinzip müsste entweder dieses Siegel oder eben das Staatswappen in eurem Ausweis stehen und da müsste Staatsangehörigkeit Königreich Sachsen drin stehen. Und um diese Staatsangehörigkeit bestätigt zu kriegen, müssen wir ein Referendum machen. Das kann in einem Ort sein, das kann in einer größeren Verwaltungseinheit sein, dass dieses Siegel verwendet wird, um gültige staatliche Dokumente zu erzeugen. Damit ihr euer Auto wieder kriegt, weil euer Auto gehört euch schon nicht mehr. Ihr guckt einfach mal die Zulassung rein, da steht drinnen, diese Zulassung weist den Besitzer nicht als Eigentümer auf. Da muss ich fragen, das ist nur in Deutschland so. In allen anderen Ländern ist, wenn man ein Auto kauft, kriegt man auch eine Rechnung und einen Kaufvertrag. Ihr kriegt im Prinzip nur eine Rechnung. Ihr zahlt im Prinzip das Auto bei jemand anders. Weil den Eigentümer kennt ihr gar nicht ermitteln, der zu dem Auto ist. So. Und das ist deswegen, weil Deutschland eben unter dem Pfändungsvorbehalt steht. Weil wir haben auch in Mitteldeutschland, haben sie uns im Prinzip in die Staatsangehörigkeit
vom Hitler geschickt, obwohl sie das nicht dürfen. Und zwar nur deswegen, weil wir irgendwann mal gesagt haben, wir wollen die 100 Euro Begrüßungsgeld. Und wir haben das als Reisekostenzuschuss verstanden und die haben das als Abtretungserklärung verstanden. Weil mit dem alten DDR-Personalausweis hättest du sofort die sogenannte deutsche Staatsangehörigkeit gekriegt, die du gar nicht haben kannst. Weil du die Zeit 1933 bis 1945 in Mitteldeutschland ja nicht erlebt hast. Juristisch hast du es nicht erlebt. Die Zeit ist ausgeblendet. Ja, und so ist es bis heute. Und wenn wir dagegen Einspruch erheben, können wir also diese Bundesstaatenangehörigkeit, die eigentlich staatliche, wiederkriegen. Und diese Wahlkommission darf die uns auch bestätigen. Aber wir müssen, wie gesagt, alle fragen, ob das gewollt ist und ob dieses Siegel benutzt werden kann. Und da muss es hier, zum Beispiel hier in Vermülsen, wird es auch ein Siegel geben. Ich habe da schon einige gesehen, dass einige von euch, die hier da sind, haben da schon Recherche gemacht, welches Siegel der gegolten hat. Und das ist das Siegel vom 27.10.1918. Das müsst ihr herausfinden, was in eurem Gebiet an dem Tag von Siegel galt. Und darüber müsst ihr alle am Ort abstimmen lassen, dass dieses Siegel dafür zuständig ist, euch die Staatsangehörigkeit zu bestätigen. Für den Bundesstaat, in dem ihr geboren seid. Weil das Melderecht und das Geburtsrecht sind zwei verschiedene Schuhe. Das Melderecht ist das, was BRD und Weimarer Republik ist. Und das Geburtsrecht ist das, was staatliches ist. Also dort, wo ihr in dem Bundesstaat, wo ihr geboren seid, dort habt ihr eure Staatsangehörigkeit. So, und die Wahlkommission muss jetzt sagen, okay, wenn ihr hier in was weiß ich, irgendwo in Preußen geboren seid und dann irgendwie durch eine Heirat oder wie auch immer oder durch einen Betrieb hierher gezogen seid, dann müsst ihr hier eine Rechtsstellung zur Einbürgerung bekommen. Das muss die staatliche Wahlkommission abstempeln und euch die Staatsangehörigkeit von dem Königreich Sachsen hier zugestehen. Ansonsten seid ihr nämlich und bleibt Preußen, bei Bayern oder wie auch immer, oder Ostpreußen, die vertrieben wurden. Weil die staatlichen Grenzen sind nicht verändert worden und der Staat auch nicht geteilt worden. Und wenn ein Verwaltungskonstrukt wie die DDR weggeschnitten wird, bleibt trotzdem noch der Staat erhalten. Und diese Staatsangehörigkeit steht euch nach Genfer Konvention zu und das hat die Bundesrepublik auch unterschrieben. Und der Herr Gauck hat 2015 nochmal bestätigt, dass die Haager Landkriegsordnung gilt und dass uns die Staatsangehörigkeit demzufolge auch zusteht. So, was wir jetzt machen müssen, ist im Prinzip uns hinsetzen, 10 Leute hier und dagegen, die eine Wahlkommission machen. Und diese Wahlkommission muss per Referendum gewählt werden mit einer Wahlordnung von der Verweserwahl. Und dann darf dieser Verweser für dieses Verwaltungsgebiet eine Verwaltung einsetzen. So, und die kann einen Bürgermeister bestimmen, einen Wachmann, einen Amtmann, eine Gemeindeschwester, einen Feuerwehrobmann und so weiter. Und damit werden staatliche Strukturen erzeugt. Und dann sind wir im Prinzip auch raus aus dem ganzen Streit, dass die Gemeinderäte und die Bürgermeister eure Meinung übergehen. Weil die Leute werden direkt vom Volk gewählt. Also es gibt es nicht so, dass eine Partei irgendjemandem vorschlägt und du hast einen Fristvogel oder stirb. Sondern ihr könnt jeden bis zum Richter, jeden einzelnen wählen. Muss ich auch einen Richter, muss ich dieser Wahl stellen. Und wenn er eben hier in der DDR oder in der BRD Unrecht gemacht hat, wird er halt keine Mehrheit kriegen. So, und das müsst ihr machen. Und wir wollen jetzt bis Mitte April euch Schulungsmaterial zur Verfügung stellen, dass ihr euch am Internet runterladen könnt, bei kaiserrundfunk.com. Dort werden die Wahlunterlagen als erstes sichtbar sein. Und dort könnt ihr auch das Schreiben vom Gauck runterladen und auch die Bestätigung, dass das Deutsch groß oder klein geschrieben, die Staatsangehörigkeit von Hitler ist. Damit könnt ihr auch auf die Gemeinde gehen und euch beschweren, dass ihr diese Staatsangehörigkeit nicht haben wollt, sondern die richtige staatliche vom Königreich. Und entsprechende Formulare, dass ihr euch die auswendigen, genau. Also bis jetzt ist mir bekannt, dass es bei vielen bestätigt haben. Also 4 Leute haben aufgrund des Schreibens das schon bekommen. In Mädel haben sie gleich über Nacht bis ins Kaiserreich zurückgeschossen und dem Arbeitgeber mitgeteilt, dass er keine Steuern mehr zahlen soll, weil es das an den Kaiser geben muss. Aber lustig. Und dann haben es noch 3 andere in Bayern auch geschafft und da ist die Gemeinde bemüht, das jetzt richtig zu machen. Die müssen sich im Prinzip jetzt noch kundig machen, was in der Genfer Konvention und in der Europäischen Menschenrechtskonvention drin steht, damit sie den Forderungen erfüllen. Und bei den Gemeinden, wo das nicht gemacht wird, wollen wir eine Klagegemeinschaft bilden. Haben wir also bei Facebook eine Facebook-Gruppe gemacht, wo wir uns organisieren, dass wir diese Bundesstaatenangehörigkeit für ganz Mitteldeutschland durchklagen. Was Wessiland macht, wissen wir nicht, die bewegen sich nicht, weil, wie sagt immer, mit viel Geld im Hintern kann man sich nicht bewegen. Und wir sind aber anders drauf. Also wir wollen schon unsere Rechte haben, wir wollen schon bestimmen, wer hier Staatsangehöriger ist und wer nicht, oder wer hier Gastrecht genießt. Und wir haben ja nichts dagegen, dass Leute aus anderen Kulturen hierher kommen, weil sie in ihren Heimatländern verfolgt werden und hier ein Gewerbe aufbauen wollen und ihre Arbeitsplätze schaffen, das können die alles machen. Aber eben nicht, dass sie hierher kommen und uns mit Terror überziehen oder ihre Religion hier beitreten, sondern nicht. Und wir sind ja nicht ausländerfeindlich, sondern wir sind einwanderungsfeindlich. Weil es geht halt nicht. Wir haben selber
Obdachlose und Analphabeten und soziales Elend. Und den Leuten wird sogar noch das Harz gestrichen, obwohl das nicht geht. Diese Missstände müssen wir auch schon beseitigen. Jedem, der Bundesstaatenangehörigkeit hat, steht der Sold des einfachen Soldaten zu. Das ist das Mindeste, was jeder ausgezahlt kriegt. Und das ist die Besoldungsgruppe A1 der Bundeswehr. Das sind 1.800 Euro. Wer von euch hat das? Thema. Warum? Ja, weil das Geld einfach abgezweigt wird. In den Etagen über euch wird auch von diesem Betrag das Geld abgezweigt und dann wird dieses System davon finanziert. Das ist das, was passiert. Ja, es wird zwar der ganze, die 1.800 Euro runtergebucht in der Schweiz, wo das Geld liegt, aber der Betrag dazwischen, der versickert. Aber das steht euch persönlich zu. Das ist das, was die Bundesrepublik unterschrieben hat mit der Genfer Konvention. So, und das hätten wir gern. Und dann können wir mit diesem Geld auch was bewegen in einem Land. Ja, und da lade ich euch einfach dazu ein. Danke.